Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, dann gucken wir mal, was benötigen wir eigentlich als nächstes? Haben wir noch Kohle, haben wir noch Eisen, etc.? Müssen wir eigentlich noch alles haben, gell? Gucken wir mal, legen wir mal in die Tasche. Das Eisen müssen wir noch in der Tasche haben hier. Das kann auf jeden Fall weg. Zack. So. Das Eisen, gut, dass wir etwas Neues besorgt haben, wie ich gerade bemerke. Die können auch dann rüber. So. Was können wir eigentlich noch bauen ohne diese verbesserten Glasgefäße? Vielleicht können wir noch was anderes herstellen. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Gucken wir mal nach. Gut, das sind verbesserte Sachen auf jeden Fall. Die Alchemiemühle könnten wir herstellen. Aber wie wird der polierte Stein hier gemacht? Ein Steinschneider 2. Den können wir noch gar nicht herstellen, gell? Ah, das könnten wir herstellen, rein theoretisch. 8 brauchen wir und 20 Steine. Dann würde ich sagen, brauchen wir das mal. Wir besorgen uns die 20 Steine und die 8 komplexen Eisenteile. Bis die neue Leiche eintrifft. Ich habe ja Glück, sie kommt jetzt. Kann ja auch sein. Haben wir denn eigentlich schon die Sachen dabei? Ja, haben wir sogar. Sehr gut. Karotten sind auch drin. Wunderbar. Da gucken wir mal gerade, wie viele komplexe Eisenstücke wir haben und wie viele Steine wir noch haben. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Stein, oder? 10 hätten wir. Wir hätten schon die Hälfte. Schon mal etwas. Und 5 von diesen Komplexen. Wir brauchen aber 8. Gut, 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 gut. Dann kann er direkt mal hier Eisenbarren machen. 4 Stück. Sehr gut. Komplexe bitte. Damit das auch erledigt ist. So. Dann haben wir alles dabei. Komplex kommt auch darüber. Bis auf die Steine natürlich. Die fehlen mir jetzt noch. Ah, die besorgen wir jetzt. Steine sollten ja eigentlich kein Problem sein. Wäre schön, wenn man das hier einfach abbauen könnte, da oben das. Das wäre cool. Um 1. So, noch 9 Stück benötigen wir. Da gehen wir erstmal nach oben. Da oben war ja reichlich Stein. Können wir es auch abbauen? Yes. Sehr gut. Zack. 2 weiter. Oh, das geht doch fix. Oh, da ist ein ganz dicker. Den werden wir mal abbauen. Sehr gut. 3. Und das war's, dann hätten wir jetzt genug. Was? Oder? 17. 3 Steine fehlen noch. Doof. Ja. Ah, wunderbar. Haben wir auch schon genügend. Dann können wir jetzt diesen komischen Würfel da bauen. Zum Destillieren. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen umgestimmt durchgegangen. Wie lange braucht das noch? Okay, dauert noch ein bisschen. Gut, gut, gut. Bin mal gespannt, wann die erste Leiche kommt. Wäre nicht schlecht. Die können mich dann schön zerpflücken. Ja, da sind wir richtig. Wir wollen diesen Destillationswürfel bauen. Batschen wir doch am besten. Na, das passt leider nicht dahin. Und dahin würde ich sagen. Zack. So, dann wird das Ding aufgebaut. Schawupp. Fehlen natürlich jetzt noch ein paar für den anderen, aber. So, fertig. Was können wir da machen? Nix. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, da können wir noch ein bisschen studieren. Oh, könnten wir das Schwert hier machen? Was passiert denn dann, wenn wir das mal studiert haben? Okay, gar nichts. Außer, dass wir halt reichlich Punkte bekommen. Das ist das Einzige. Schade, ich habe gedacht, es würde uns irgendwie weiterhelfen, irgendwie. Können wir auch das machen? Warum nicht? Okay, das bringt uns also gar nichts, scheinbar.
Machen wir den noch, komm. Schauwupp. Danke. Was haben wir reichlich Punkte? Halleluja. Dann können wir uns ja rein theoretisch die Eisendinger machen. Aber naja. Nicht Eisen. Stahl, Werkzeuge. Ja, können wir das lernen. Komm, das lernen wir direkt. Könnte nämlich auch Stahlwerkzeuge herstellen. So. Freischalten. Danke. Dann gucken wir mal nach, was wir dafür benötigen. Da haben wir es doch. Eigentlich nur komplexe Teile. Sonst hätten wir eigentlich alle... Ja gut, nicht ganz. Wir müssen ja noch mal einschmelzen. Wir könnten einen Teil dafür mal herstellen. Das wäre die Schaufel, würde ich sagen mal. Ja, machen wir es. Komplexform erstmal. Komplex. So. Schauwupp. Und dann könnten wir rein theoretisch dann die Schaufel 2 herstellen. Nur die Spitzhacke. Aber ich würde sagen, die Schaufel machen wir. Das frisst aber einiges. Ich hätte es nicht gedacht. Halleluja. Ah gut, können wir ein bisschen ratzen, ein bisschen nichts Leiche da ist, haben wir die Schaufel auch fertig. Sehr schön. Das passt doch super. Apropos Leiche zerfleddern. Das wollen wir auch mal nachgucken. Ob ich da was verbessern könnten. In Zukunft. Gut, dann können wir nämlich direkt hier Stahlbahn herstellen. So. Gut, da wollte ich mal gucken, was haben wir denn da Feines noch? Nix, was wir lernen könnten. Wie ich bereits bemerke. Okay. Gut zu wissen. Das bildet mir eigentlich nur noch eine Leiche. Damit wir dann sozusagen die blauen Punkte farmen können. Wo bleibt denn der Leichentransporter? Wenn man mal einen benötigt, ist keiner da. Doof. Das ist ja blöd. Wie sieht's hier aus? Oh, fast fertig. Sehr schön. Da fehlen uns jetzt noch die Schaufel. Ja gut, da fehlen uns noch komplexe Teile. Machen wir die mal gerade. So. Und dann könnten wir direkt die Spitzhacke 2 lernen. Mit dem Eisenhammer. Gut, sehr schön. Einmal. Und dann fehlt jetzt noch einmal komplexe Teile. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal alles abgecreated, was auch schon mal sehr nice ist. So, warte mal. Ups, habe ich die falsch eingestellt. Moment mal. Komplex, doch, stimmt. Die Spitzhacke haben wir jetzt gerade hergestellt. Die Schaufel haben wir schon. Wäre also jetzt noch der Hammer. Dann hätten wir alles. Dann könnten wir die Teile auch verkaufen. Komm, das zerstören wir mal. Das braucht kein Schwein. So, mal schnell schlafen gehen. Dann können wir diese beiden Sachen erforschen noch. Und dann würde ich sagen, können wir den Kram verkaufen. Also die Schritte jetzt von dem Hammer und so weiter. Möchten wir alles erforschen hier. Aber immer noch keine Leiche da. Was ist denn für ein Saftladen hier? Matt. Aber naja, ist halt so. Haben wir alles dabei? Ja, nicht ganz. Alles egal. Okay, dann lernen wir erstmal die Spitzhacke 1. So. Danke. Dann, was lernen wir noch? Spitzhacke 1 haben wir jetzt gelernt. Schaufel 1 müssen wir lernen. Lustigen Hammer haben wir schon gelernt, zum Glück. Okay, dann müssen wir noch den lernen. Jut, dankeschön. Und dann können wir jetzt den Kram verkaufen.
Haben wir noch was oben liegen? Also noch ein weiteres Werkzeug? Ja, müssen wir eigentlich noch den Eisenhammer da liegen haben. Den haben wir gar nicht mitgenommen, oder? Haben wir alles? Doch, doch. Wir müssten eigentlich alles haben. Ja, haben wir sogar. Gut, dann würde ich mal gerade sagen, sortieren wir mal kurz. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das benötigen wir jetzt auch nicht. Dafür können wir jetzt die Angel und so weiter mitnehmen. Und da ist der liebe Schmied. Handel bitte. Oh, kann ich die Sachen nicht bei dir verkaufen? Och, nö. Ich hab gedacht, ich könnte die Sachen bei dir verkaufen. Verdammte Hacke. An wem kann ich denn die alten Werkzeuge verkaufen? Kann wahr sein. Vielleicht an ihm? Ich probier's einfach mal. Handel? Auch nicht. Ah, das ist echt blöd, dass man es nicht irgendwie ermitteln kann, an wem man was verkauft. Natürlich, klar, man kann natürlich jetzt an jeden vorbeigehen und fragen und schwätzen und bla, aber das dauert ja Ewigkeiten. Gucken wir mal lieber nach, ob jetzt eine neue Leiche oben liegt. Und wir müssen beten, wie ich gerade sehe. Das heißt also, wir müssen dieses Betding mitnehmen. Das dürfen wir echt nicht vergessen. War das hier unten? Wo habe ich das hingetan? Ich glaube schon. Gucken wir mal. Nope. Oh, sollte mir echt mal so einen Stammplatz machen für diese Gebete. Da haben wir es auch nicht. Aber wir können mal den ganzen alten Schmodder wegtun, den wir nicht verkaufen können. So, und das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir nämlich. Gut, gucken wir mal nach. Oh, das ist auch fertig, gell? Stahlbahn können wir ein paar herstellen, warum nicht? Kann nicht schaden. Bitte, 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 Leiche, sei da. Natürlich nicht, warum auch? Mann, kann nicht wahr sein. Wo sind die ganzen Leichen denn? Doof. Na gut, dann beten wir mal kurz. Ich würde mich gerne die Sache endlich mal geregelt bekommen in der heutigen Folge. Das wäre echt formulös. Leider geht das nicht. Leider. Ohne Leiche keine Chance. Aber wir haben ja eh noch ein paar Sachen zu erledigen. So oder so. Wir müssen jetzt noch komplexe Eisenstücke bauen, nochmal, oder? Ich meine schon, aber gucken wir mal lieber nach. Nicht, dass wir hier oben noch welche in der Truhe liegen haben. Einfache haben wir da. Zwei komplexe, das ist natürlich zu wenig. Ach, komme ich hier nicht durch, ich bin zu dick geworden. So. Wir benötigen mich dafür drei. So, dann haben wir das auch. Können wir noch was anderes freischalten mit unseren Gummipunkten hier. Wir haben so viel körperliche Punkte, geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Das hier könnten wir freischalten, rein theoretisch. Ach, wir haben 10 Punkte. Moment mal, reicht das vielleicht? Für dieses Komplexe? Wo war das denn jetzt nochmal? Hier war es, genau. Benötigen wir 30, also 20 Punkte mehr. Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Hör mal, da steht da 2 von 2. Wieso steht da 2 von 2? Oh, nee. Hier sind noch welche. Ich Idiot. Oh, machen wir das mal direkt hier. Fleisch entfernen und so weiter. Ich hätte mal vorher gewusst. Verdammte Hacke. Entfernen wir mal alles hier. Haben wir gelernt. Das ist leider kaputt gegangen mir. Das Herz wird entfernt. So. Haben wir alles. Das Hirn können wir auch nochmal entfernen. Wir haben für 2 Totenschädel gehabt. Jetzt haben wir wieder 3. Also haben wir
Ah, ist kaputt gegangen, deswegen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Was haben wir noch, was wir wegschmeißen könnten, gerade auf die Schnelle? Nix. Gut, dann werden wir mal schnell die Sache einlagern. Obwohl, Blödsinn, wir gehen jetzt einfach hin und tun die Sachen erforschen. Gut ist. Da können wir nämlich die Sachen wegschmeißen einfach. Gut, Fleisch. Einmal. Flupp, komm, her damit. Haben wir. Oh, wir haben schon genug. Nice. Aber komm, Herz auch noch. So, Essenz. Ah, wow. Das gab Punkte. Alter Walter. Da fehlt uns leider ein bisschen zu wenig. Schade. Schade, schade, schade. Aber wir könnten noch ein Blatt herstellen. Das machen wir mal direkt. Das ist an der falschen Station. Da haben wir's. Dann können wir die mal schneller verarbeiten. Zu Forschungspunkten. Da. Bitteschön. Zack, 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 zack. Und dann kann man das nämlich weiter. Ah, mir fehlt doch Glauben. Verdammt. Aber egal. Wir haben jetzt genug für die Glasbläserei. Das war ja unser Ziel. Babam. Da haben wir das freigeschaltet. Sehr schön. Boah, wir haben noch richtig viele Punkte über, wie ich sehe. Was wir noch lernen könnten. Was könnten wir noch lernen? Was könnten wir noch lernen? Keramikfeuerung. Das bringt uns, glaube ich, weniger was. Ich glaube, wir heben die Punkte mal auf. Wir können zwar das hier lernen jetzt. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Silberbarren, Goldbarren, habe ich einen Eindruck. Bin mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube, sinnvoller wäre, das hier zu lernen. Glaube ich zumindest. Weil das benötigen wir nämlich hierfür. Oh, wir benötigen doch 3. Gott sei Dank. Gut. Okay, dann mal schnell nach oben. Müssen wir wieder beten oder haben wir schon gemacht, gell? Ja, ist schon gemacht, gut. Ich habe schon Angst bekommen hier. Und dann könnten wir... was machen wir denn dann? Die Glasbläserei ist klar. Den Alchemietisch. Oh Gott sei Dank, das Ding ist auch fertig geworden. Sehr gut. Das möchte ich gerne herstellen. Für den Lütigen aber erstmal Wasser. Wasser, 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 Wasser. Gut, her damit. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Gut, das zerstören wir mal. Weg damit. Das könnte man wieder verkaufen. Benutzen. So. Machen wir erstmal das. Da können wir noch Fleisch herstellen. So. Ja. Genau das wollte ich machen. Ein Fleischpaket. Und dann sollten wir mal... Das kann in Essenz verwandelt werden. Dann könnte man das eigentlich theoretisch verarbeiten. Mit Sicherheit. Oh, wir haben noch keine Dingsaxt hergestellt. Stahlaxt, wie ich gerade sehe. Könnten wir auch mal machen. So, haben wir wenigstens dafür Platz wieder. Der Stempel kann wieder weg. Und das letzte Fleisch können wir auch noch mal herstellen. Dann lass mich auch weg. So. Sehr gut, dann können wir das mich verkaufen. Das andere können wir dann sozusagen die Essenz herausgewinnen. Und von diesem Tisch mit Sicherheit geht das. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich weiß, eine längere Folge ist es diesmal. Ich werde erstmal nachgucken, ob wir das alles hinbekommen jetzt hier. Das möchte ich nämlich gerne schaffen in der heutigen Folge.
So, haben wir wieder ein verbessertes brauchen wir nochmal. Alter, was? Oh, schaffen wir auch nicht in der heutigen Folge. Mann! Kann das wahr sein? Ach komm, das machen wir. Das machen wir jetzt. Das schneide ich jetzt zurecht. Fertig, ich hab die Schnauze voll hier. Kann das wahr sein? War doch hier irgendwo. Ja, da ist es. Gut. Wir haben eine Schaufel, die haben wir noch nicht angelegt. So. So, danke. Reicht, reicht, reicht. Tatsächlich, mir fehlt wirklich noch die Axt. Dann stellen wir die auch mal her. Das neue Werkzeug. Da unten ist es. Die Axt, bitte. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder keinen Platz. Mann, 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 Mann. Ich frage mich, wo ich die Sachen verkaufen kann. Die alte Axt dort. Da können wir aber auch sogar sagen, dann die großen jetzt fällen, oder? Die ganz großen. Also hier ist. Geht das? Ne, es geht immer noch nicht. Brauchen eine neue Technologie dafür. Gut, das ist jetzt auch fertig. Sehr gut. Dann können wir mich jetzt dann das mal annehmen, bitte. Hallo? Ah, ich wieder kein, haben wir keinen Platz oder was? Kann wahr sein. Oh, Mann, ich habe echt Platzmangel hier. Die Fledermausflügel. Ja gut, jetzt Fleisch können wir auch mal verkaufen. Das können wir wegtun. Das kann gesteckt werden. So. Gut, wir haben die zwei verbesserten kegelförmigen Gefäße. So, dann brauchen wir das, benötigen wir. Dann die, davon aber sechs. Ah, so. Und dann können wir das Teil herstellen. Gott sei Dank. Haben wir noch Klauben hier drin eigentlich? Aber wir könnten mal hier den ganzen Crap wegtun eigentlich. Ach komm, ist egal. Wir bauen jetzt das Ding erstmal. Damit wir das Projekt endlich abgeschlossen haben. So, bitte ein Alchemietisch. Den haben wir wirklich schon nicht, gell? Ich guck grad. Ne, den haben wir wirklich schon nicht. Der passt auch nur hier hin. Das ist ja blöd. Aber okay, müssen wir leider mit leben. Da unten geht's auch noch. Aber das ist mir zu weit weg. Gut, dann pflanzen wir den da hin. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt, was man daraus alles machen kann. Aufbauen. Zack, 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 zack. Sehr gut, da ist das Ding auch gebaut. Was können wir hier machen? Wir können das Wasser reintun. Gut, und dann? Was kommt dann da rein? Wasser? Anfertigen? Wasser mit Wasser, was passiert dann? Was haben wir bekommen? Schleim? Wasser mit Schleim? Keine Ahnung, was wir dann machen mit. Er gibt zwei Schleim. Na super. Toll. Was können wir aus dem Schleim dann machen? Kann man das irgendwie was rausgewinnen? Aber wir können aus dem Herz was rausholen. Wieso geht das nicht? Ach, das geht von alleine, oder? Ah, ja, gut. Aber was kann man dem Schleim jetzt machen? Was können wir dem Schleim machen? Ich weiß, wir haben jetzt kein Dings, aber. Okay. Schleim. Toll. Bewegt gar nichts irgendwie. Das ist ja blöd. Keine Ahnung. Davon viel. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.